Die Leute sollten grün wählen, weil wir Zukunft gestalten wollen und dabei Mensch, Umwelt und Unternehmen gleichermaßen im Blick haben. Wir müssen den Klimawandel stoppen. Das ist die Herausforderung in diesem Jahrhundert, der wir uns stellen müssen. Und dafür müssen wir die Energiewende voranbringen. Das bedeutet auch, wir müssen Speicher und intelligente Netze bauen. Wir müssen weiter bei Energie- und Ressourceneffizienz gucken, was da möglich ist. Das tun wir Grüne. Wir setzen auch auf eine andere Mobilität. 30% der CO2-Emissionen kommen aus dem Verkehr. Das bedeutet, wir dürfen nicht weiter nur autozentriert Mobilität denken, sondern müssen ganz klar auch Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr stärken und die Vernetzung dieser Verkehrsmittel. Das macht Verkehr dann auch gerechter, da nicht jeder Mensch Auto fahren möchte oder kann. Kinder, Jugendliche, ältere Menschen gehören dazu. Wir wollen Familien stärken, indem wir die Betreuungs- und Bildungsangebote weiter ausbauen. Wir haben da viel getan, haben die Kita-Plätze ausgebaut, haben den besten Betreuungsschlüssel in ganz Deutschland. Wir ermöglichen Ganztags- und Gemeinschaftsschulen da, wo Eltern, Schulen und Gemeinden das wollen. Und wir wollen auch das Gymnasium erhalten und stärken, dadurch, dass G8 nachgebessert wird, um Kinder und Jugendliche zu entlasten. Wir Grüne wollen den ländlichen Raum weiter stärken. Das bedeutet eine flächendeckende medizinische Versorgung, den Ausbau von Breitband, der Erhalt unserer Kulturlandschaften und unserer bäuerlichen Landwirtschaft. Wir haben hier gute Programme aufgelegt und wollen daran weiterarbeiten. Und jede Stimme für Grün ist eine Stimme für den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Wenn Sie weiter von ihm mit Verantwortung und Augenmaß regiert werden wollen, dann müssen Sie Grün wählen.